In diesem Video geht es um gebrochen rationale Funktionen und Polstellen. Da um die Grundideen und Beispiele. Fangen wir einmal an. Was ist eine Polstelle? Wir betrachten nur Polstellen für gebrochen rationale Funktionen. Das heißt, wir nehmen an, wir halten eine gebrochen rationale Funktion f. Und dann nennen wir Stellen, an denen die Funktionswerte über alle Grenzen hinaus fallen oder wachsen, Polstellen oder teilweise auch kurz Pole. Zum Beispiel wie hier rechts angegeben in dem Beispiel. Dieses Beispiel gucken wir mal genauer an. Also wir haben hier auf der rechten Seite den Graph der Funktion 1 durch x minus 1 mal x minus 2 in Klammern zum Quadrat. Und offensichtlich sind die einzigen Kandidaten für solche Polstellen, also die Stellen, an denen die Funktion entweder über alle Grenzen wächst oder fällt, die Stellen, an denen der Nenner 0 wird, aber der Zähler nicht. Also hier an der Stelle ist es so, dass für x gleich 1 der Nenner 0 wird, der Zähler offensichtlich nicht, weil der ist konstant 1. Und für x gleich 2 wird ebenfalls der Nenner 0 und der Zähler nicht. Und wenn Sie hier scharf hingucken auf der rechten Seite bei dem Graphen, sehen Sie auch, dass in beiden Fällen für x gleich 1 die Funktion hier jeweils gegen minus unendlich und dort gegen plus unendlich läuft. Und bei der Stelle x gleich 2 entsprechend beide, sowohl dieser Zweig als auch dieser Zweig, gegen plus unendlich laufen. Man sagt dann an der Stelle, dass die Funktion bei x gleich 1 eine Polstelle ungerade Ordnung hat. Ungerade Ordnung heißt, das, was man anguckt, ist die sogenannte Vielfachheit der Nullstelle, dieser Nenner-Nullstelle. In dem Fall ist die Vielfachheit von x minus 1 ist 1. 1 selber ist offensichtlich eine ungerade Zahl. Deswegen hat diese Funktion bei x gleich 1 eine Polstelle ungerade Ordnung. Und bei so einer Polstelle ungerade Ordnung passiert immer ein Vorzeichenwechsel. Das heißt, wenn es an der einen Seite nach minus unendlich weggeht, dann geht es an der anderen Seite nach plus unendlich weg. Oder umgekehrt, eins von beiden. Aber auf jeden Fall ist es immer unterschiedlich. Man hat da einen solchen Vorzeichenwechsel. Bei x gleich 2 sieht das Ganze anders aus. Das ist eine sogenannte Polstelle zweiter Ordnung, also gerade Ordnung, weil hier die Vielfachheit des entsprechenden Linearfaktors in der Linearfaktorzerlegung 2 ist. Das heißt, es ist gerade. Und bei solchen Polstellen sind beide Grenzwerte gleich. Da gibt es keinen Vorzeichenwechsel. Warum dieser Vorzeichenwechsel vorliegt, wenn es gerade bzw. ungerade ist, ist ganz leicht zu sehen. Wenn Sie zum Beispiel in Richtung x gleich 1 laufen von links, dann ist dieser Ausdruck x minus 1 negativ, solange sie echt kleine 1 sind. Aber sobald sie größer als 1 sind, ist er positiv. Das heißt, hier wechselt wirklich das Vorzeichen. Wenn ein Exponent gerade ist, ändert sich das natürlich nicht, weil Quadrate niemals negativ sein können. Oder Exponent 4 natürlich auch nicht und so weiter. Also es ist generell bei jedem Exponenten so, der gerade ist. Zweite Sache, die man sieht, ist, je höher die Vielfachheit, je höher dieser Exponent der Nullstelle im Nenner ist, desto schneller geht natürlich auch die Funktion entsprechend gegen Plus bzw. Minus unendlich weg. Desto stärker steigt sie an der Stelle. Spannend ist natürlich der Fall, was passiert eigentlich, wenn eine Nullstelle im Zähler und im Nenner vorkommt. Dazu gucken wir mal zwei Beispiele an. Das erste Beispiel soll die Funktion sein f von x gleich x minus 2 mal x minus 3 geteilt durch x minus 2. Wenn wir hier scharf hingucken, ist für x gleich 2 wird der Nenner 0, der Zähler aber auch. Der Graph der Funktion ist hier aufgezeichnet. Wenn Sie scharf hingucken, sehen Sie, das ist de facto die Funktion x minus 3, aber wir müssen an der Stelle aufpassen, weil für x gleich 2 ist die Funktion nichtsdestotrotz nicht definiert, weil wir einfach sonst durch 0 teilen würden. Das wäre eben nicht definiert. Nichtsdestotrotz könnte man diese Funktion tatsächlich stetig fortsetzen. Das heißt, wenn wir diese gebrochen rationale Funktion kürzen würden, würde man daraus die Funktion x minus 3 erhalten. Und das wäre dann die stetige Fortsetzung der gebrochen rationalen Funktion. Und da würde man einfach hier entsprechend den Wert festsetzen, in dem Fall auf minus 1 für x gleich 2. Und dann hätte man diese Definitionslücke geschlossen. Eine solche Definitionslücke heißt auch hebbare Definitionslücke dann. Was man sieht ist, es bleibt nichts übrig.
Die Funktion hat keine Polstelle. Hier an der Stelle liegt keine Polstelle vor. Das heißt, wenn ich eine Nullstelle habe, die im Zähler und im Nenner vorkommt und ich fange an zu kürzen und im Nenner bleibt die Nullstelle dann nicht übrig, dann gibt es natürlich auch keine Polstelle mehr an der Stelle. Wenn das andersrum ist, wenn die Vielfachheit im Nenner höher ist als im Zähler, wie zum Beispiel bei dieser Funktion, hier haben wir x minus 2 mal x minus 3 geteilt durch x minus 2 in Klammern zum Quadrat, da wird der Nenner für x gleich 2 0, der Zähler auch. Naja, was passiert jetzt, wenn wir kürzen? Wenn wir kürzen, wird diese Funktion zu x minus 3 geteilt durch x minus 2. Und an der Stelle dürfen wir auch kürzen, weil wir jetzt durch das Kürzen den Definitionsbereich nicht erweitern würden. Die x gleich 2 ist weiterhin ausgeschlossen im Definitionsbereich. Wir würden weiterhin durch 0 teilen, deswegen ist es immer noch ausgeschlossen. Aber was halt übrig bleibt, ist weiterhin eine gebrochen rationale Funktion. Und in dieser gebrochen rationalen Funktion, so wie man es hier auch sieht, da haben wir tatsächlich jetzt einen Pol bei x gleich 2 nach dem Kürzen. Und für dieses x gleich 2 wird nach dem Kürzen der Nenner entsprechend 0, der Zähler aber nicht. Und deshalb haben wir hier für x gleich 2 eine Polstelle ungerade Ordnung, hier in dem Fall Ordnung 1. Das heißt, man kürzt immer zuerst und guckt dann an, welche Ordnung die entsprechende Nenner-Nullstelle hat, die dann nicht mehr im Zähler vorkommen darf. Und die verhält sich auch genauso, wie man das erwarten würde, für eine Polstelle ungerade Ordnung. Hier sind die entsprechenden Grenzwerte von beiden Seiten unterschiedlich. Da haben wir so einen Vorzeichenwechsel wieder. Das waren so ein paar Beispiele zu Polstellen bei gebrochen rationalen Funktionen. Die wichtige Sache an der Stelle ist zu beachten, dass wir immer nur die Nenner-Nullstellen angucken und dann gucken müssen, dass der Zähler für diese Stellen eben nicht 0 wird und dann gegebenenfalls erstmal kürzen müssen.